Lisa Ammerers künstlerischem Diplomprojekt dürfen wir einen Teil aus dem Leben des Josef Meyer oder auch Sepp M. mitverfolgen. Er ist Manager des Holzbläserquintetts Klassitastistisch, die seit 3 Jahren dasselbe Programm spielen, weshalb auch der Kartenverkauf für die Konzerte etwas stockt. Josef will etwas Neues ausprobieren. Es fehlt ihm jedoch noch die zündende Idee. Beim allabendlichen Fernsehen hat er jedoch eine Epiphanie. Irland. Da sein Quintett jedoch nicht zu überzeugen ist, muss er alleine nach Irland fliegen, um sich die richtige Inspiration zu suchen. Dort angekommen ist er zuerst enttäuscht von Dublins Hektik, findet jedoch im Steirish Harp Pub bald eine neue Heimat. Umrahmt wird dieses Steirish-Irish Fairy Tale stilecht mit irischen Volksliedern und natürlich dürfen auch die steirischen Tänze von Klassitastistisch nicht fehlen.